Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge From the Tech Desk. Heute geht's um Trimmung und los geht's nach dem Intro. Kennt ihr eigentlich als Basisfunktion, um euer Modell praktisch in der Luft auszubalancieren, dass es wirklich gerade und neutral fliegt. Aber ihr könnt mit den Trimmungen in den Spektrumfernsteuerungen natürlich noch mehr machen. Eine klassische Funktion, die es auch schon früher gab. Wir wollen aber einmal darauf eingehen, was es bedeutet, wenn die Trimmungen gekreuzt sind und wie man die Trimmung einem Flugzustand zuweist. Das heißt, es hat den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel die Landeklappen auf einen Flugzustand legt oder ein Segelflugzeug habt, bei dem ihr dann beim Thermic-Trim zum Beispiel eine unabhängige Höhenrudertrimmung haben wollt, könnt ihr die Trimmung meistens für das Höhenruder auf den Flugzustand legen. Das heißt, ihr fliegt dann mit zum Beispiel drei verschiedenen Höhenrudertrimmungen, die sich mit dem Flugzustandsschalter mit umschalten. Habt ihr auf dem Flugzustand die Landeklappen, könnt ihr zum Beispiel die Trimmung, das Flugzeug neutral austrimmen mit dem entsprechenden gesetzten Landeklappen. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass man keinen Mischer mehr programmieren muss. Ja, cool. So mache ich das zum Beispiel. Funktioniert natürlich auch mit dem Querruder, mit dem Seitenruder und ich meine auch mit der Motordrossel. Und wie das Ganze in der NX10 und auch allen anderen Spektrumfernsteuerungen funktioniert, schauen wir uns jetzt. Uns mal, ne? Das zeige ich euch jetzt genau. Mal. Genau, auf geht's. Ja, zum Thema Trimmung. Da gehen wir jetzt einmal erstmal in unser Trim-Menü. Das finden wir in der Systemeinstellung. Und dann könnt ihr hier unter Trim-Schritte dieses Menü einsehen. Hier seht ihr links die gesamten Kanäle, also Gas, Quer, Höhe, Seite und Trim links und Trim rechts. Die befinden sich hier oben auf der Fernsteuerung. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel hier von normal auf Flugzustand zu gehen. Und ihr könnt zwei Positionen und drei Positionen Trimmung einstellen. Das, wenn wir gehen jetzt einmal auf drei Positionen Gastrimmung, hier als Beispiel einmal. Und das hat den Vorteil, wenn ihr jetzt zum Beispiel kein Verbrennerflugzeug habt, achso, das ist hier ein O2-Sender, da habt ihr jetzt praktisch eine 3-Stufen-Trimmung. Oder zum Beispiel für Turbinenpiloten geeignet, die den Turbinenstart auf die Trimmung legen wollen. Die haben dann praktisch den Motor-Kill-Switch hier auf der linken Seite. Das heißt, ich kann jetzt einmal nach unten tippen, dann springt er in die Mitte und kann nochmal nach unten drücken und dann springt die Trimmung nach ganz unten. Das heißt, wir haben keine feine Abstufung mehr, sondern wirklich eine 3-Positionen-Trimmung. Kann ich hier auch auf 2 Positionen setzen und dann springt die Trimmung wirklich nur noch von oben nach unten. Macht vor allen Dingen auf dem Gas Sinn, auf den Steuerfunktionen nach meiner Logik nicht, aber ist auch da möglich. So, und dann kommen wir zu den Flugzustandstrimmungen. Das machen wir, legen wir hier mal auf die Höhe, weil das für mich einfach der klassische Fall ist. Hier haben wir jetzt eine normale Höhenrudertrimmung. Und ich werde noch einmal ganz kurz vorher den Flugzustand zuweisen für euch. Den finden wir hier oben. Da wähle ich jetzt meinen klassischen Landeklappenschalter aus. Das ist der Schalter E. Und auf dem liegt jetzt der Flugzustand. Jetzt kann ich natürlich auf den Schalter E dann meine Landeklappen legen. Oder zum Beispiel meinen Butterfly-Mix beim Segler. Und dann gehe ich wieder in die Trimmschritt. In das Trimmschrittmenü und kann jetzt hier die Höhenrudertrimmung auf Flugzustand legen. Und jetzt ist meine Höhenrudertrimmung, die ich muss jetzt wieder umdenken, es ist Mode 2, die hier trimmbar ist, das seht ihr da. Jetzt habe ich mal auf minus 50 getrimmt. Diese Trimmung ist jetzt der Flugzustand, dem Flugzustand 1 zugeordnet. Schalte ich jetzt auf Flugzustand 2 um, habe ich die Trimmung wieder neutral und kann jetzt hier fiktiv mit halbgesetzten Klappen mein Flugzeug eintrimmen, muss vielleicht ein bisschen die Nase nach unten trimmen, jetzt habe ich auf plus 40 getrimmt und fahre meine Landeklappen voll aus und muss jetzt auch diesen Flugzustand einmal eintrimmen. Das heißt, beim Erstflug seid ihr gut damit beschäftigt, die ganzen Flugzustände entsprechend voneinander, unabhängig voneinander zu trimmen, habt aber hinterher die Möglichkeit. Und das ist der Vorteil gegenüber eines Mischers, der das Höhenruder zu den Landeklappen mischt. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, unter zum Beispiel windigeren Bedingungen, nur einen Flugzustand an der Trimmung zu korrigieren.
und habt aber mit eingefahrenen oder ausgefahrenen Klappen genau die gleiche Trimmung, die ihr vorher schon erflogen hattet, die auch immer noch passt. Und ihr verändert praktisch nur den einen Flugzustand. Das ist die Funktion Trimm-Schritte-Flugzustand. Und jetzt gibt es noch die Funktion gekreuzt. Gekreuzt bietet uns die Möglichkeit, wenn wir nämlich zum Beispiel bei einem nervösen Erstflug das Höhenruder stark ziehen müssen und hier irgendwie den Knüppel die ganze Zeit ausgelenkt halten müssen, komme ich relativ schlecht an meine Trimmung hier ran. Und gekreuzt bedeutet in diesem Fall, dass ich die Trimmung auf der anderen Seite habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier ziehe, kann ich auf der linken Seite trimmen und sehe auf der linken Seite meine Flugzustandstrimmung für das Höhenruder. Das heißt, die Höhenrudertrimmung vom Höhenruderknüppel, der hier ist, befindet sich jetzt auf der anderen Seite. Das ist relativ gewöhnungsbedürftig, aber es gibt Piloten, die damit sehr gut klarkommen. Damit sollte man auf jeden Fall nicht von Modell zu Modell hin und her wechseln, sondern das ist praktisch eine Entscheidung, die man trifft, genauso wie man sich für einen Flugmod wie Mod 1 oder Mod 2 entscheidet. Ja, vielen Dank, Timo. Das war ja sehr umfangreich, aber auch sehr interessant. Da seht ihr, was die NX-Anlage alles Gutes kann. Das konnten aber auch die DX-Anlagen schon, richtig? Ja, ganz genau. Also es ist praktisch eine klassische Funktion, die ihr auf so gut wie allen Spektrumgeräten vorfindet, die aber nicht so vielen Piloten bekannt ist, den Alltag auf dem Flugplatz oder auch das Erfliegen, das Einfliegen von neuen Modellen erheblich erleichtert, weil ihr nämlich das Modell, und das habt ihr ja schon in ein paar Videos von uns gesehen, weil ihr das Modell wirklich beim Erstflug komplett durchtrimmen könnt und beim nächsten Start schon richtig an den Start gehen könnt. Wenn ihr zum Beispiel den Landeklappen auf Höhenrudermischer programmiert, seid ihr meistens immer noch am Korrigieren, dann hier nochmal ein paar Prozent dazu und da ein paar Prozent weniger. Das habt ihr mit der Trimmung auf dem Flugzustand in einem Flug erledigt und könnt es auch bei jedem Flug danach programmieren. Das heißt, ich belasse es auch dem Flugzustand zugeordnet und ende das nicht wieder zurück. Für mich passt das so perfekt. Ja, klasse. Okay. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Auch euch vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nicht vergessen zu abonnieren. Kommentare und so weiter und so fort. Ciao. Haut rein. Ciao.